Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis K12, denn ich begrüße euch zu einem Unpacking. Ja, heute habe ich ein Päckchen von Mediamarkt online bekommen, denn es ist Gönn dir Dienstag von Mediamarkt. Ihr wisst, jeden Dienstag gibt es besondere Angebote für Games und andere Sachen bei Mediamarkt, und diesmal haben sie richtig schöne Sachen dabei, die ich euch gleich in diesem Video vorstellen möchte. So, dann nehme ich mal das Paket, Freunde, und schneide es auf. Schnipp, schnapp. Zack. Ja, wie immer, sehr schön geschützt, Mediamarkt. Das macht ihr wirklich toll hier mit diesen, ich sag mal so, Schwimmflügel, Polster, Polsterung der Pakete. Hier ist noch ein, zack, die werde ich gleich schön zerstören. Und jetzt schauen wir mal, was da drin ist, Freunde, beim Gönn dir Dienstag. So, als erstes haben wir hier Zenran Kagura Estival Versus, oder Festival Versus, besser gesagt. Das ist ein japanisches Spiel, Freunde. Bist du reif für die Insel? Ja. Bin ich, glaube ich. Mit diesen Schönheiten kann man dann kämpfen, Freunde. Und für die PS Vita fehlte mir noch in meiner Sammlung Zenran Kagura. So, weiter geht's, Freunde, mit Aegis of Earth. Ein, ja, Force Tower Spiel. Baue Befehle, rotiere. Ich kann mir so gar nicht vorstellen, was das für ein Spiel ist hier, was man da machen muss, aber ist immer schön für die Vita. Also es gab noch ein paar diverse Vita-Spiele im Angebot bei Gönn dir Dienstag für je 7 Euro, und bei 7 Euro, Freunde, das ist wirklich ein richtig guter Preis. So, dann packe ich weiter in den Karton und hole raus Flashback Classics. Ich glaube, ich tue das mal hier so. So kann man es, glaube ich, besser sehen. Flashback Classics Volume 1. Ein Spiel über Atari-Spiele für die PS4. Das wollte ich schon seit längerem in die Sammlung haben. Und jetzt hatten sie das im Angebot für je 9 Euro. Und ich denke, das ist ein wirklich guter Preis. Ihr seht, die Grafik ist jetzt kein Highlight. Aber das ist normal. Ja, das ist Atari halt. Ja. Ich freue mich schon auf dieses Spiel. Weil es sind über 50 Spiele drauf, die man dann anwählen kann. Also wer jetzt Atari damals nicht gezockt hat, der wird, glaube ich, von der Grafik schockiert sein. Aber Leute wie ich, die dann damit groß geworden sind. Das war so meine erste Konsole. Der wird damit was anfangen können. So, das ist Volume 1. Und dann packe ich rein und hole direkt in Rot Volume 2 raus. 50 Games. Sehr schön. Zum Beispiel ist da drauf Asteroids, Haunted House, Adventure. Auch hier sehen wir, welche Spiele so drauf sind und wie die aussehen, Freunde. Ja? Volume 2. So. Und dann, Freunde,
habe ich mir mal gegönnt. BlazBlue. Das ist Central Fiction. Da gibt es ja diverse Spiele von. Und das ist hier Central Fiction Version. Auch für die PS4. Die preisgekrönte 2D-Prügelspielreihe erreicht einen epischen Höhepunkt. Ja, 2D-Prügeln ist immer sehr, sehr nett. Sieht sehr gut aus auf jeden Fall. Und hier hat man 32 Charaktere. Ja, ich denke mal, wer auf 2D japanisches Prügeln steht, der kommt an BlazBlue nicht vorbei. Eine sehr schöne Reihe. Gibt es auch diverse Spiele für die Vita. Und ja, ist schon ganz cool. Ja, das war das. So, Freunde, ich habe mir ein schönes PlayStation-Paket bei Gönndi Dienstag gegönnt. Mit 3 PS4-Spielen und 2 PS-Vita-Spielen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert, kommentiert und Daumen gebt. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.